Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, diesmal geht es weiter in den Vogesen. Wir sind noch eine Weile zusammen, fahren Fahrradtouren durch diese wunderschöne Landschaft. Da nehmen wir euch mit. Es gibt auch wieder Drohnenaufnahmen. Und ja, dann kommt leider der Tag, Freitagnachmittag, wo ich dann alleine unterwegs bin. Dazu mehr im Video. Hallo zusammen, weiter geht's hier. Hä? Guck mal an, wir haben das Syndikat gefunden. Hier ist das Syndikat zu Hause. Von hier wird die Welt regiert, offenbar. Aha, schon spannend, hä? Französische Bäckerei. Boulange. Emmental, also da ist Käse drin. Excuse me. Wie viel kostet das Gipfeli? Versteht sie nicht. Also, combien un croissant? Combien un croissant? 1,05. Merci. Deux croissants. Croissants. Deux croissants. Oui. Et deux parts de ketchup. 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 Oui. Ouais. Okay. Deux parts de ketchup. Au revoir. Ach, meine Wölfe, die gucken so lange hin, bis sie was kriegen. Tja, und wieder gibt es was Feines zum Essen, nämlich der René betätigt sich heute als Pizzabäcker. Pizza! Und das ist der Teig. Pizzateig. Wir fahren zu unserem nächsten Platz, waren jetzt gerade einkaufen wieder, jetzt verziehen wir uns wieder. In die Natur, ein bisschen oberhalb. Wir schlängeln uns weiter durch die Vogesen hier, die Passstraßen hinauf. Wow, guckt euch diese Landschaft an, ey. Einfach nur schön. Jetzt über die Baumgrenze hier durch diese schöne Landschaft. René hat gesagt, hier gibt es eine geile Fahrradstrecken, aber die schauen dann so aus. Hier und jetzt. Scheiß Urwald da! Voll der Urwald, Gott. Also die Fahrradwege wären ja ganz okay, aber da liegen immer Bäume, weil es hier doch einiges Kaputtes hat. Also dann außenrum. Und wer sein Fahrrad liebt, der schiebt! Kommentar vom René dazu, naja, wir haben ja schließlich ein Mountainbike. Da kann man schon solche Wege fahren. Tja, so ist das. So, wir haben es geschafft. Unsere Kirche ist da. Lass mal die Kirche im Dorf. Wir sind wieder auf der Fahrradtour
Und ja, wunderbar in dieser Natur. Und auf was treffen wir? Schaut euch das an. Wow! Diese Spiegelung, der See ist absolut still. Oh, jetzt habt ihr es auf dem Kopf. So, jetzt ist das schön hier. Völlig abgelegen. Hier wohnt fast keiner. Und die nächste Naturschönheit. Diese, glaub, toten Birken. Ich glaube, die sind alle tot. Wow. Also es sind keine Birken. Es sind Nadelbäume. Nach der Fahrradtour ein leckeres Frühstück da draußen in der schönen Natur. Neuer Tag, neuer Morgen. Wir sind ja hier auch, um Fahrradtouren zu machen. Da war der Fahrradweg und mal wieder stehen wir hier im Dickicht, denn der Weg ist zu Ende. So, und jetzt sucht René nach einer passenden Weiterfahrmöglichkeit. Ja, wieder mal Fahrradabenteuer hier. Das ist der Mann, der aus dem Dschungel kommt. So, du hast dein Buschmesser vergessen, oder? Ja. Hast du jetzt den Weg gefunden? Ha? Das ist... Hier war mal ein Weg, aber jetzt ist er halt weg. Scheiße. Aber wir kommen durch. Irgendwie. 50 Meter kommt die Straße. Tja. Also, Fahrradtour mit Kampf gegen die. Bitte. Kannst gleich Brombeeren pflücken, gell? Hier dadurch. Das ist besser. Das ist besser. So eine Scheiße. Jetzt stehst du vorm Graben. Ist der tief? So, ich habe uns in die Scheiße reingeritten. Ja, auf den Karten ist hier noch ein Weg, aber der existiert nicht mehr. Und am Schluss noch ein Scheißgraben. Mein Fahrrad steht jetzt drin. So, jetzt muss ich der Lady mal helfen. So, Rad wieder raus. Du hast ein bisschen Grünzeug im Lenker. Aha. Das ist die Tarnung. Ah, ja, okay, hatte ich auch keinen entdeckt. Entdeckt im grünen T-Shirt und so weiter. So. Guck mal. Da ist er drauf, der Weg, oder was? Oh, da ist alles nass. Da ist ein Schlamm. Ah. Aber dahinter alles zugewachsen. Keine Chance. Ne? Das wäre der Weg gewesen. Baustelle. Ja, ja, und alle. Ein riesen Aufgebot wegen einem Graben. 10 Menschen stehen rum und diskutieren. Keiner arbeitet. Wir sind jetzt hier in der romantischen französischen Landhausidylle gelandet. Mit eigener Gänsehaltung und Hühnerhaltung. Und einem ganz toll bewachsenen Brunnen. Mal schauen, ob ich da rauskomme. Ja, wieder ein neuer Weg. Neues Glück. Ah, ich habe wieder mal meinen Ständer zerbrochen, schon vor einer Woche. Den habe ich mal im Iran gekauft, der war auch nicht für Mountainbike, das war zu schwach. Aber jetzt habe ich improvisiert. Und zwar so, man nehme ein Eichenholz von diesem Busch, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, alles klar, darf ich eins haben.
Und zwei Briden, da ist er abgebrochen. Da unten schräg angesagt und Länge tipptopp. Jetzt nicht neu kaufen, Recycling. Ja, so bin ich halt aufgewachsen. Es funktioniert und ich lasse es. Und so ist er eingeklappt. Einfach zwei Rohrschellen, Briden sagen wir. Drum da schräg abgesagt, damit er am Boden flach ist. Ja, hält doch. Mal schauen, wie lange, aber das Holz hält ja lange. Und wir fahren wieder mal weiter zum nächsten Platz. Auf einer ganz kleinen Straße, aber ich bin da mit dem Bike durch. Die Straße hier schon wieder ein bisschen größer. Und jetzt sind wir dann unten angekommen. Aber wir müssen dann gleich wieder rauf über den Berghang. Jetzt noch durch den Wald. Ich fahre einfach der Nase entlang. Tja, da sind die Wege ganz schön schmal hier. Wir fahren weiter durch die Vogesen und gerade mal so am Autohaus vorbei geht's hier. Ist ja cool. Ja, das war wohl Sackgasse. Jetzt stehen wir da am Hof. Dumm gelaufen. Ui. Ja, also eigentlich ist hier ein Weg eingezeichnet, aber das wird jetzt wohl ein Natur-Offroad-Weg. Oder auch nicht. Manchmal muss man auch rückwärts fahren. Ja, oder auch nicht. Also hier ist doch Rückwärtsgang angesagt. Keine Chance. Ja, was macht denn der Camper hier im Vorhof eines schönen französischen Landhauses? Und geht nicht weiter, oder? Nein, es ist zu hart. Ich will schon weitergehen über die Wiese. Ja, da hat so viel kleine Sträßchen und der Navi, der irrt auch umher, der schickt einen manchmal irgendwo hin, wo es gar nicht durchgeht. Ja, das ist ein bisschen, fast ein bisschen Offroad. Und ich habe keine Probleme mit der Höhe, obwohl da immer mal die Reste sind, aber kleine, also das geht eigentlich gut. Neuer Weg, immer bergab, hier paar Serpentinen. Überall sind diese alten Steinhäuser zu sehen. So, jetzt gehen wir mal. Ah, das ist das da. Die haben uns gewunken. Camping hier? Campingplatz? Nee, nee, nee. So mal Franzosen, einfach spontan bin ich jetzt dahin. Und ja. Ja, interessant. Die haben gewunken, dachte ich, komm, jetzt halte ich gleich an, ist ein Camper. Jetzt sind wir spontan dahin und die sind auch gastfreundlich, wir kriegen was zu trinken. So, ganze Familie da. Souvenir. Sehr gastfreundlich. Souvenir. Ja. So, spontaner Besuch, 15 Minuten 20. Das ist unser neuer Platz. Da hinten ist der Fluss und links der Kanal. Und hier bleiben wir zwei Nächte. Ja, an dieser Stelle sollten wir eigentlich zu zweit etwas dazu sagen, dass wir uns auseinandergehen. Leider hat das Video ja nicht aufgenommen. Blöd. Auf jeden Fall liefert jetzt Sandra auch ihr Statement dazu noch nach. Ich fahre ja jetzt weiter und sie muss wieder zurück. Ja, also dann live zu Sandra. Ja, hallo zusammen. Jetzt spreche ich zu euch, weil jetzt ist der Moment gekommen, wo René und ich erstmal
getrennte Wege reisen werden. Ich fahre nach Hause, ich werde mein Haus renovieren und werde die Bachelorarbeit schreiben, die noch aussteht. Das sind Pflichten, die jetzt einfach zu erledigen sind. Ja, und das muss jetzt gemacht werden. Und von daher steht jetzt leider eine räumliche Trennung an erstmal, die halt jetzt gerade mal leider sein muss. Ja, und dann sitze ich jetzt hier schon in meinem Auto. Das war ja eine Zeit lang Begleitfahrzeug. Vielleicht habt ihr es gesehen im Video von Frankreich. Und mit dem kann ich jetzt nach Hause düsen, meine ganzen Arbeiten erledigen. Und dann hoffe ich, dass ich so bald als möglich wieder freie Zeit habe. Dann werde ich mich in den Flieger setzen und werde zum René nach wahrscheinlich Marokko düsen. Der ist ja jetzt durch Spanien unterwegs, Marokko, und was seine Pläne und Ziele sind, werdet ihr dann in seinen Videos erleben. Ich kann dann wieder mitmoderieren, sobald ich wieder dabei bin. Da freue ich mich drauf. Jetzt bin ich natürlich erstmal echt traurig, weil wir sind eigentlich ein gutes Womo-Adventure-Team geworden. So haben wir es uns beide gewünscht. Und schlussendlich werden wir, hoffe ich, in nächster Zukunft dann wieder gemeinsam reisen, so bald als möglich. Und bis dahin sage ich jetzt mal Danke an euch, dass ihr immer so lieb kommentiert habt und auch immer dabei wart und uns so genommen habt, wie wir sind. Hoffe ich, so authentisch und natürlich, wie wir halt einfach leben und wie wir reisen. Danke, dass ihr dabei wart. Da geht sie dahin. Wir beide hatten natürlich Tränen in den Augen. Ja, sieht man sich ein Weilchen nicht mehr. Sorry, wenn ich so leise rede, ich bin ein bisschen emotional. Ah, sie geht Richtung Norden, ich Richtung Süden. So ist das Leben. Ciao Sandra, war schön mit dir. Ja, bin jetzt alleine unterwegs. Ich bin auf dem Weg nach Lourdes zu einem Tierarzt. Ich brauche Augentropfen für Ayla. Die hat schon lange da drin einen Virus oder irgend sowas. Stabilokopten oder irgend sowas. Und das dauert. Und jetzt sind wir die ausgegangen. Ich fahre wie immer mautfrei durch Frankreich. Braucht ein bisschen mehr Zeit. Zeit habe ich. Aber kein übriges Geld für die Autobahn, die ist nämlich sauteuer. Hat den Vorteil, dass man auch etwas ein bisschen mitkriegt von Frankreich. Zum Beispiel diese schönen Alleen da. Für heute reicht's. Ich suche mir jetzt einen schönen Platz. Ich hoffe, ich finde einen. Da zum Beispiel. Also, das wäre eine Möglichkeit, aber jetzt fahre ich mal noch einen anderen angucken. Ich gucke da immer per Satellit. Ah, da. Da wäre noch einer, aber ich sehe jetzt da gerade ein Schild. Ah, das ist Naturschutzgebiet, okay. Ja, dann geht's halt wieder zurück zu dem anderen Platz. Der war gut.
fahren weiter, heute sicher mal nach Clairaut-Ferrand mindestens. Und mit der Drohne, ich habe gesehen, also, es ist fantastisch, es gefällt mir sehr, die Drohne. Die hat einfach ja, schnell bereit, schnell am Fliegen, Bildschirm, alles integriert. Ich brauche sie jetzt viel mehr, weil es einfach nicht so umständlich ist. Und dann wird sie gleich geladen. Also hier wird sie gleich geladen per USB. Das ist auch super. Ich habe nämlich nur einen Akku, aber ich hänge sie dann gleich immer an und das ist eben nicht so kompliziert. Das ist das Schöne. So, jetzt bin ich gerade im Lidl. In Frankreich gibt es ein Gesetz, dass die offenbar nichts wegschmeißen dürfen und deswegen gibt es dann ja solche Basketskörbe für nur 1 Euro. Und ich meine, das Zeug ist echt noch gut. Die Bananen sind noch grün sogar, also da ist gar nichts verdorben. Kartoffeln sind gut und heute gibt es dann wohl richtig viel Gemüse. Wie heißen die? Zucchini, ja. Also Trauben sind dabei, alles da, super, hey. Ein Übernachtungsplatz am Suchen, da treffe ich diese große Kuhherde. Ich bin jetzt bereits auf der A75 rausgefahren und für heute reicht. Ist wieder morgen früh und das erwartet mich. Am Morgen, schon am Abend, war es wunderschön mit diesen Kühen. Ich bin hier mitten in der Natur, habe den Bauer gefragt, ob ich hier unten stehen bleiben kann. Hier bin ich ja schön undercover, kann man sagen, und habe schönen Besuch hier. Ja, wunderbar war die Nacht. Ich fahre jetzt weiter Richtung Meer, Mittelmeer, ja. Also. Ja, das war es wieder von uns. Und ja, ich bin ja weiter unterwegs. Und ja, machen wir hier Schluss. Schön wart ihr dabei und wir sehen uns schon bald wieder. Daumen hoch und tschüss.